und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute wollte ich mit euch im Thermomix mal eine Torte backen. Und zwar die Cappuccino-Kirschtorte von Dr. Oetker aus dem Buch Modetorten. Die gab es bei uns schon unzählige Male. Sie kommt immer wieder gut an und uns schmeckt sie wirklich sehr lecker. Im Internet habe ich die Cappuccino-Kirschtorte umgeschrieben gefunden auf der Seite Wunderkessel auf den Thermomix. Und so werde ich sie jetzt auch machen. Sie ist lediglich bei diesem Kirschguss ein bisschen anders. Da verwendet der Wunderkessel eben ein Päckchen Vanillepuddingpulver, anstatt sonst bei Dr. Oetker die Speisestärke. Und so werde ich es jetzt auch machen. Als allererstes rühren wir jetzt den Rührteig zusammen und dann geht er erstmal in den Backofen. Und die Zutaten, dafür habe ich mir auch schon bereitgestellt und die lese ich euch jetzt kurz vor. Ihr braucht 125 Gramm Butter oder Margarine. Ich nehme hier Butter, 100 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, eine Prise Salz, zwei Eier, 200 Gramm Weizenmehl Typ 405, 50 Gramm Speisestärke, 2 gestrichene Teelöffel Backpulver, 20 Gramm Kakaopulver, bitte den Backkakao und kein Kava, und 4 Esslöffel Milch. Und ich würde sagen, wir fangen an. Wir geben jetzt letztendlich alle Zutaten, die ich jetzt gerade vorgelesen habe, nacheinander in den Thermomix. Ich fange mit der Butter an. Dann gebe ich den Zucker, ich habe den Vanillezucker hier schon mit reingetan, auch in den Thermomix. Eine Prise Salz. Zwei Eier. Gramm Speisestärke, die 200 Gramm Mehl, die 2 Teelöffel Backpulver, den Backkakao, und die 4 Esslöffel Milch. Ja, und das Ganze verrühren wir jetzt zu einem Rührteig, bis alles wunderbar verrührt ist. Bei Wunderkessel steht jetzt 30 bis 60 Sekunden. Von daher mache ich jetzt mal 45 Sekunden. Guck mal eben, ich glaube auf Stufe 4 bis 5, also nehme ich Stufe 4,5. Und da würde ich sagen, sehen wir uns, wenn die Zeit rum ist. Bis gleich. So, die Zeit ist jetzt auch rum. Ich habe den Rührteig 45 Sekunden auf Stufe 4,5 verrührt. Dann habe ich kurz mit dem Spatel alles nach unten geschoben und habe dann nochmal 10 Sekunden auf Stufe 4 verrührt. Und so sieht der Teig jetzt aus. Jetzt habe ich schon eine 26er Springform mit Backpapier ausgelegt. Dort fülle ich den Teig jetzt rein und dann wandert der in den Backofen bei, ich meine, 180 Grad. Genau, bei Ober- und Unterhitze zu 180 Grad, so circa für 25 Minuten. Ich fülle ihn jetzt um und bevor ich es in den Backofen tue, melde ich mich nochmal bei euch. So, meinen Kuchenteig habe ich jetzt hier in meine Springform eingefüllt. Der Backofen ist jetzt auch auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Da wandert der Boden jetzt für 25 Minuten rein und wir sehen uns dann, wenn ich den Boden aus dem Ofen hole. Bis später! So, die 25 Minuten Backzeit sind rum. Ich habe den Kuchen jetzt gerade oder den Boden gerade aus dem Ofen geholt. Den lasse ich jetzt hier auf meinem Kuchengitter schön abkühlen. Und in der Zwischenzeit bereiten wir schon mal die Sauerkirschen vor. Und zwar habe ich hier einmal ein Glas Sauerkirschen eingefüllt und den Schmetterling eingesetzt. Jetzt kommt dazu noch ein Paket Vanillepuddingpulver dazu. Und eine Prise Zimt. Ich nehme da eine gute Prise. Und dann wird das Ganze auf Stufe 1 bei 100 Grad 5 Minuten aufgekocht. Ich werde auch hier den Linkslauf nehmen, damit mir die Kirschen nicht kaputt gehen. Also 5 Minuten, 100 Grad, Linkslauf und auf Stufe 1. Und wir sehen uns, wenn die 5 Minuten rum sind. Bis gleich. Die 5 Minuten Einkochzeit sind jetzt vorbei.
Ist auch super eingekocht, Kirschen sind nicht kaputt gegangen. Das fülle ich jetzt um und dann lasse ich das auch erkalten, wie den Kuchen. Und in der Zwischenzeit habe ich jetzt schon mal 4 Blatt Gelatine in Wasser eingeweicht. Und ich melde mich dann, wenn der Kuchen erkaltet ist oder der Tortenboden erkaltet ist und die Kirschen. Und dann machen wir weiter. Bis später. So, mein Boden ist jetzt soweit abgekühlt. Ich habe auch den Springformrand abgemacht und habe mir jetzt so einen Tortenring um den Kuchen rumgetan. Und jetzt soll man einmal mit einem Zahnstocher oder mit was anderem in den Boden stechen und dort dann 3 Esslöffel Amaretto verteilen. Das mache ich jetzt auch. Und wenn ich das gemacht habe, dann melde ich mich nochmal bei euch. Bis gleich. Ja, den Amaretto habe ich jetzt drauf verteilt. Allerdings haben bei mir 3 Esslöffel nicht gereicht. Ich habe, glaube ich, 5 genommen. So 4,5, 5 Stück. Und jetzt geben wir die Kirschmischung drüber. Die ist jetzt noch relativ warm, aber ich habe im Rezept gelesen, es ist besser. Die soll nämlich auf dem Boden abkühlen. Dann geben wir die jetzt da drauf. Und streichen das so alles schön glatt. Und lassen das jetzt komplett auskühlen. Und wenn das dann ausgekühlt ist, dann machen wir die Quarkcreme und dann melde ich mich bei euch. Bis später. So, der Kuchen ist soweit abgekühlt. Und jetzt machen wir die Quarkcreme. Dafür habe ich hier 500 Gramm Quark in eine Schüssel gegeben. Ihr könnt es natürlich auch im Thermomix rühren, aber ich rühre das jetzt eben per Hand. Und einmal 60 Gramm Zucker und 2 Päckchen Vanillezucker. Die geben wir hier rein. Und dann verrühren wir das Ganze. Also da mache ich jetzt nicht extra den Thermomix dreckig. Das ist auch so, finde ich, schnell gerührt. Dann sieht das so aus. Und dann, habe ich ja vorhin gesagt, habe ich 4 Blatt Gelatine in Wasser eingeweicht. Die habe ich jetzt kurz 20 Sekunden in der Mikrowelle aufgelöst. Und das gebe ich jetzt, wie gesagt, zu meiner Quark-Zuckermischung und rühre das runter. So, jetzt müssen wir noch einmal 200 Gramm Sahne steif schlagen. Das könnt ihr im Thermomix natürlich machen. Ich mache es jetzt mit meiner anderen Küchenmaschine und die heben wir dann gleich unter. Und ich melde mich dann wieder, wenn ich die Sahne gerade steif geschlagen habe. Bis später. Ich habe die Sahne jetzt steif geschlagen. Allerdings habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, die wird mit 5 Esslöffel Cappuccino-Pulver zusammen dann steif geschlagen. So sieht es jetzt aus. Und das geben wir jetzt zu der Quarkmasse und heben das schön unter. Vorsichtig. Ja, ich würde sagen, das mache ich jetzt in Ruhe und dann melde ich mich gleich. Ja, die Sahne mit dem Cappuccino-Pulver habe ich jetzt soweit untergehoben. So sieht die Masse jetzt aus. Und die wird jetzt auf dem Kirschen verteilt. Und damit ihr besser seht, verändere ich jetzt die Kameraeinstellung. Bis gleich. Hier habe ich jetzt meinen Boden mit Kirschen stehen. Und hier gebe ich jetzt die Quark-Sahne-Creme drüber. Verstreiche sie und jetzt lassen wir das Ganze noch schön kalt werden.
indem wir es dann kalt stellen, in den Kühlschrank am besten. Und dann melde ich mich nochmal, wenn ich kurz vor dem Servieren das Kakaopulver drüber streue. Dann sage ich mal bis später. So, meine Cappuccino-Kirschtorte ist jetzt auch schön kalt. Und jetzt gehe ich her und bestreue sie kurz bevor ich sie serviere noch mit Backkakao. Werde ich mal den Tortenring lösen. So sieht jetzt meine Cappuccino-Kirschtorte aus und ich melde mich jetzt gleich nochmal, wenn ich sie angeschnitten habe. Bis gleich! Hier wollte ich jetzt mal das Stück Kuchen im Anschnitt zeigen. Hier seht ihr den Kakaoboden, die Kirschen und die Cappuccino-Kirschmasse mit dem Kakao oben drauf. Der Kuchen ist wirklich super lecker, kommt bei uns immer gut an. Er ist auch, finde ich, relativ einfach zu machen. Und ja, wenn ihr nachmachen wollt, wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und ich sage bis zum nächsten Video.